Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich heiße Sie willkommen zur Pressekonferenz zum diesjährigen NRW Slam. Christoph mit F kann heute leider nicht hier sein, aber wir haben seinen Trainer, Hans Schneckschauer, hier. Hans, bitte setz dich. Guten Tag. Gibt es Fragen? Herr Schneckschauer, wo ist Christoph mit F und warum kann er gerade heute bei diesem wichtigen Pressetermin zum NRW Slam, dem wichtigsten Poetry Slam eigentlich des Jahres, gar nicht hier sein? Ja, gut, sicherlich. Ja, ich meine, es ist klar, der Christoph mit F. Der Christoph mit F ist ja praktisch ein viel beschäftigter Mann und Künstler, ja, und er hat natürlich eine Vielzahl an Projekten, an denen er derzeit arbeitet, und da kann er nicht überall sein. Und wenn er mal ein bisschen Ruhe hat, ein bisschen Pause machen kann, da habe ich ihm verordnet, dass er sich zurückzieht in Herne, in sein Penthouse, und dort die Diät fortsetzt, ja, die ich ihm schon verschrieben habe, auch im Sommertrainingslager auf den Azoren in diesem Sommer. Ja. Herr Schneckenschauer, was für eine Diät? Ja, ganz klassisch, nicht? Für Christopher Homer lesen und Astra trinken. Herr Schneckenschauer, ist Christopher mit If überhaupt in Slam-Form? Ja, gut, sicherlich. Ich meine, es ist klar, es ist auch bekannt, der Christopher mit F hatte in letzter Zeit ein paar kleinere Problemchen im Mundraum, ja, aber das macht er alles mit seiner Erfahrung wieder weg. Ja, der Christopher mit F ist ein praktischer Lateinlehrer. Ja, er hat alles, was ein Lateinlehrer braucht. Ja, er kann konjugieren, er kann deklinieren, ja, er kann rechts wie links. Ja, er versteht die wortetymologischen Zusammenhänge, ja, er hat den Blick, ja, für die kulturhistorische Dimension und die Tiefe von Wörtern und Worten. Ja, ich würde sagen, das muss ich erstmal überhaupt nachmachen, dass er überhaupt zwischen Worten und Wörtern unterscheiden kann, ja, und überhaupt beherrscht den Appetitus absolutus wie kein zweiter. Ja, er ist ein großartiger Virtuos am Futur 2, und ich denke auch ein ganz, ganz, ganz wichtiges Geheimnis für bei dem Christopher mit F ist ja, dass er sich einfach nicht zufrieden gibt, ja, mit dem Perfekt. Zum Beispiel, ja, mit dem Perfekt, ja, also er will einfach mehr als Perfekt, ja, er will das Plusquamperfekt, ja, wenn Sie verstehen, was ich meine, ja, und ich würde da sagen, ich würde mich festlegen, der Christopher F, der ist derzeit absolut in der Form seines Lebens, ja, ja, das ist ganz klar für mich, ja. Herr Schneckenschauer, es gibt ja noch andere sehr gute, ja, NRW-Slam-Anwärter. Wie bewerten Sie denn die Vorrunde von Christopher mit F, die Vorrunde 3 im Kulturcafé? Ja gut, natürlich, ja. Wir haben die anderen Konkurrenten im Auge, wir haben die beobachtet und wir haben festgestellt, ja gut, natürlich, da können die anderen Slammer, die können zum großen Teil auch lesen, ja. Vielleicht sogar einige schreiben, ja. Und wir haben sogar ein oder zwei beobachtet, die tragen sogar einen richtigen Bart, ja, und es gibt sicherlich auch den einen oder anderen Slammer, der ist deutlich hübscher als unser Christoph mit F, da liegen seine Stärken ganz klar und deutlich woanders. Aber alles in allem, ja, insgesamt würden wir sagen, würde ich mich da festlegen, also diese Vorrunde ist eine lösbare Aufgabe, ja, da brauchen wir nicht drüber reden eigentlich, nicht? Ja, so würde ich das sehen. Ich bin bereit für den NRW-Slam.